Glanz und Gloria wird Ihnen präsentiert vom Seat Leon TGI. Powered by Erdgas. Seat. Guten Abend miteinander. Es sieht fast danach aus, als ob der Altbundesrat Hans-Rudi Merz zu ganz neuen Ufern aufbricht. Bei uns erfahren Sie, wieso er gestern als Eishockey-Trainer an der Bande gestanden ist, ein bisschen später in der Sendung. Nach der Cate Blanchett und dem Antonio Banderas geht der Star auf Marsch auf dem grünen Teppich am Zurich Film Festival nahtlos weiter. Gestern Abend haben Benicio del Toro und Josh Hutcherson ihren neuen Film Paradise Lost vorgestellt. Und Josh Hutcherson, der Star aus den Hunger Games Film, hat auf dem Sexy-Leuten-Platz für grosses Gekreische gesorgt. Danina Frey war heute Nacht dabei. Josh, diese Mädchen, diese Aufregung, haben Sie das erwartet? Nein, überhaupt nicht. Ich dachte, das wäre eine kleine, ruhige Sache. Das ist eine große Überraschung. Was meint die Freundin dazu? Ich finde es toll. Sie unterstützen Josh und den Film. Ich bin sehr glücklich. Benicio del Toro, wie gehen Sie damit um, dass Josh mehr kreischende Fans hat als Sie? You can't fight that. Da kann ich nichts dagegen tun. Da muss ich einfach durch. In Paradise Lost spielt Josh Hutcherson einen Surfer, der sich in Kolumbien in die einheimische Maria verliebt. Das Problem? Sie ist die Nichte des berühmt-berüchtigten Drogenbarons Pablo Escobar, verkörpert von Benicio del Toro. He is Robin Hood. Regie führt der bis anhin gänzlich unbekannte italienische Schauspieler Andrea Di Stefano. Es ist Ihre erste Regiearbeit und das gleich mit Benicio del Toro und Josh Hutcherson. Wie haben Sie das geschafft? Ich habe sie so unter Druck gesetzt und genötigt, dass sie fast wahnsinnig wurden. Nein, sie haben einfach gespürt, dass ich viel Leidenschaft für das Projekt hatte. Es war sehr mutig von ihnen, mit einem Neuling wie mir da mitzumachen. Maria is like a daughter to me, and we're very happy if she's found a good match. Wie gehen Sie mit dem Druck um, Pablo Escobar gerecht zu werden? Well, I can't worry about that. Ich mache mir da keinen großen Stress. Ich versuche ehrlich zu sein und arbeite so hart ich kann. Ich versuche so viel wie möglich über diese Person zu erfahren. Und dann muss ich alles loslassen, weil ich sie einfach spielen muss. Und ich zerbreche mir dann auch nicht mehr den Kopf darüber. Dann gehe ich aufs Set, stehe vor die Kamera, sage meinen Text auf und spiele sie. Es passiert wie von selber. Ich kann Ihnen nicht mal sagen, wie. Neben Benicio del Toro und Josh Hutcherson spielt Claudia Dreisack die weibliche Hauptrolle. Sie und Hutcherson kamen sich dabei nicht nur im Film näher. Für euch waren die Dreharbeiten ein Glücksfall. Ihr habt euch verliebt. Warum ist sie die Richtige? Nun, ich will nicht unbedingt darüber reden, aber wir hatten schon sehr viel Spaß zusammen. Wir kamen von Anfang an super miteinander aus. Stets zusammen auf dem Set zu sein, war großartig. Ihr habt noch freie Zeit zusammen in Zürich. Was habt ihr vor? Ich weiß nicht, ich würde gerne in diesen See dort schwimmen oder einen dieser Berge erklimmen. Mal schauen. Ja, mal schauen, wie weit er da ohne Zwischenstopp kommt. Viel Glück. Eigentlich kennt man den George Clooney eher als Medienscheuch. Ganz anders sieht es in den letzten Tagen aus. Nach der standesamtlichen Hochzeit heute Nachmittag zu Venedig mit der Menschenrechtsanwältin Amal Alamuddin präsentiert er sich den Fans und Fotografen. Böse Zunge behauptet alles nur Show. Der Schauspieler will bald die Politik und dann machen sich die Verbindung zu einer Staranwältin halt gut. Ob dem so ist oder ob der Hollywood-Star sein Glück einfach mit der ganzen Welt teilen will, bleibt sein Geheimnis. Heute Nachmittag ist herausgekommen, dass Jörg Schneider alle Vorstellungen von seiner Abschiedstournee Happy End muss absagen. Sein Management teilt mit, der Volksschauspieler sei ernsthaft krank. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite. Im Theater am Hechtplatz werden momentan sozusagen Wanderschuhe geschnürt. Das neue Stück dort heisst «Wanderfool». Inszeniert wird gerade Wanderung im Showbusiness. Es geht unter anderem um Neid und Angst, nicht mehr gefragt zu sein.
Die prominenten Hauptdarsteller müssen dafür eine rechte Prise Selbstironie an den Tag legen. Sandra Studer, Michael von der Heide, Gardi Hutter. Die drei nehmen sich und das Showgeschäft in ihrem gemeinsamen Stück ordentlich auf die Schippe. Sie hat eigentlich die Idee gehabt, hier rauf zu wandern. Ja, ich bin es nicht gewesen. Der Veranstalter hat gesagt, wir hätten höchstens 5 Minuten. Ja, für den Auftritt, nicht für den Aufstieg. Dafür sind wir jetzt aufgewärmt. Ich bin schon aufgewärmt auf die Welt gekommen. Hart an der Grenze lacht sich's eben am besten. Vor allem über sich selber. Das ist ja darum ein wunderbares Thema, um da wirklich mit den Nadeln drin rumzustochern und eben dort rein zu pieksen, wo es weh tut. Jeder von uns hat so wunde Stellen. Und das ist sehr schön, die mit sehr viel Selbstironie einfach auf die Bühne zu bringen. Rauchen gibt graue Starparodontitis, Bronchitis, Herzinfarkt, Schlaganfall. Michael, das fängt auch schon an, du hast etwas. Und unfruchtbar wirst du auch. Älter werden, nicht jedermanns Sache. Umgehen tun damit auch alle etwas anders. Sehen wir noch gleich aus wie vor 20 Jahren? Hast du Stirn noch bewegen? Ja. Sich auf der Bühne selber mimen, eine spezielle Angelegenheit. Privates preiszugeben und dabei seine eigenen Schwächen zu offenbaren, sind Pflicht. Das ist für mich, oder? Eine neue Herausforderung. Was? Könnt mich doch bei der Eurovision anmelden. Als was? Du, da kann mal jeder gehen, musst du noch nicht singen. Ja, eben. Es wird eigentlich erst lustig, wenn es extrem ist. Also, ein bisschen lustig ist meistens langweilig, oder dann wird es ein bisschen psychologisch. Aber wenn man wirklich auf die Pauke haut, dann kann es kippen und dann ist es eigentlich einfach viel selbstironischer. Was? Du hast nur 3000 Stutz für diesen Auftritt? Du hast mich? Oh, meine Linse. Neid, Eifersucht. Im Stück wird sogar über Geld gesprochen. Du hast 4000? 5000? 6000? 9723,50? Plus Mehrwertsteuer! Was? Plus? Hast du etwas von Neid gehört an diesem Abend? Ja, nur weil Sandra Studer mehr Geld überkommt. Sie hat auch mehr Kinder wie ich, aber gar keins. Sie darf schon ein bisschen mehr verdienen. Das ist okay, ich bin nicht neidig. Standing Ovation bei der Premiere. Ein schönes Lob vom Publikum. Wundervoll. Für das Trio wundervoll. «Stars for Life» ist ein Eishockey-Spiel für den guten Zweck. Alle Erlöse kommen krebskranken Kindern zugute. Zürichsau haben darum gestern Hockey-Legende und Prominente den Böck gejagt. Und an der Bande ist eben auch einer gestanden, den man auf Anhieb nicht wirklich mit Hockey verbinden will. Es ist Hans-Rudolf Merz, Altbundesrat. Was viele nicht wissen, früher selbst Hockeyspieler, später Clubpräsident und heute vor allem Fan. Warum qualifiziert sich als Trainer? Ja gut, ich habe jetzt wirklich schon so viele Eishockey-Matches gesehen, dass ich denke, es gelinge mir, auch aus Prominenten eine Mannschaft zusammenzustellen, die einigermaßen einen Fall macht. Ob das für den Sieg reicht, fraglich. Schließlich wird die Gegenseite gecoacht von einer lebenden Hockeylegende, HC Davos-Trainer Arno Del Curto. Das ist mir im Eishockey auch wie der Politik mit allen Wassergewäschen. Da muss ich gar keine Tipps geben. Ich tue ein bisschen beobachten, wie er es macht. Ja, wie macht er es denn? Ja, der macht es gut. Da bin ich todsicher. Hier an der Bande ist Hans-Rudolf Merz aber nicht etwa Herr Altbundesrat, sondern schlicht der Hans Rudi. Ich bin natürlich per Du, das gehört sich. Man kann ja nicht sagen, Herr Röteli, Sie kommen jetzt aufs Eis. Sondern mit der Mannschaft ist man einfach per Du. Head Coach Merz genießt vollen Respekt, auch von den gestandenen Hockeygrößen. Ist mit Leidenschaft dabei, das merkt man, kennt auch viele Leute im Hockey. Und von dem her merkt man schon, dass sich mit Hockey befasst und Hockey immer etwas sagt. Es kennen dann alle sehr gut, dass er Bundesrat war und schätzen ihn auch als Person und hören sich dementsprechend auf ihn. Die Matchvorbereitung war sehr professionell, er hat auch schön Linien aufgemalt und so weiter. Also das ist sehr gut. Und trotzdem, nach 20 Minuten ist Altbundesrat Merz mit seinem Team 2:1 im Rückstand. In der Garderobe versucht er mit einer Lektion in Sachen Taktik das Spiel noch zu drehen. Ein paar Momente verbessern ist Verteidigung.
insofern, als wir den Platz besser haben. Auch wenn seine Mannschaft bereits beim Feierabendbier angelangt ist. Ihre Spieler trinken schon Bier, kommt das gut raus? Ja, das kommt gut raus. Wir haben damals früher in der Pause Tee mit Rum getrunken. Oder früher hat man eben in der offenen Eisbahn gespielt, im tiefsten Winter. Und dann haben die Spieler trotzdem das Spiel manchmal kalt gehabt. Und dann hat man sehr oft Tee mit Rum getrunken in der Pause. Sie auch noch? Ich auch noch. Ob dank Bier oder Taktik, sein Team kann aufholen. Das Spiel endet in einem freundschaftlichen 3:3. Der Chef ist zufrieden. Das Resultat ist sowieso sekundär. Es hat grosse Freude bereitet. Mich freut es aber insbesondere, dass man einem krebskranken Kind mit dieser Veranstaltung helfen konnte. Das war der tiefere Sinn und das hat sich gelohnt, ein bisschen Spass und ein bisschen Aufheiterung zu machen für ein ganz ernsthaftes Anliegen. Morgen wird Musikerlegende Udo Jürgens 80. Das sind natürlich Themen bei uns. Es würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder einschalten. Auf Wiedersehen miteinander. Geniessen Sie den Montagabend. Glanz und Gloria wurde Ihnen präsentiert vom SEAT Leon TGI. Powered by Erdgas. SEAT.